Heute nehme ich dich wieder mit. Ein Tag bei mir im Gartenlandschaftsbau in meinem Betrieb. Viel Spaß mit dem Video. Guten Morgen und damit schön, dass du wieder dabei bist. So, ja. Küche. Ist nichts passiert. Ach ja. Nee, gestern hatte ich keine Zeit. Ich habe mal Bekannten geholfen. Da habe ich wirklich dann bis 16 Uhr gearbeitet. Naja, mein Rücken fand das nicht so berauschend, würde ich mal sagen. Der hat keinen Bock mehr gehabt. Da ging dann auch nichts mehr. Naja, was soll man halt machen? Muss ich halt mit klarkommen. So, wir haben draußen angenehme, ja, 10, 11 Grad. Heute wird so gemacht, ich gucke nach zwei Pflanzen, zwei Rosenstämmchen, Hochstämmchen für eine Kundin. Ich bekomme halt das noch nicht, was ich gerne haben will. Ich muss heute den Rasenmäher fit machen. Ich muss noch eine große Wiese mähen. Mein Kamera-Setup muss ich wieder nochmal ein klein bisschen umstellen. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, ich bin noch gerade zwei Akkus am Laden und das wird so heute der Tag sein. Heute ist natürlich Freitag, aber trotzdem muss gearbeitet werden, weil jetzt ist die Wiese noch trocken. Es hat jetzt 3, 4 Tage nicht geregnet und ja, die ist wahrscheinlich feucht. Deswegen lasse ich die jetzt noch ein bisschen abtrocknen, der Morgentau. Und dann werde ich mal den großen Rasenmäher fit machen und Benzin auffüllen und am Öl gucken und dann hoffen, dass er angeht. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Ich hoffe, ich bekomme zwei Rosenstämmchen. Das heißt, ich fahre wieder zu meinem Pflanzenhändler und hoffe, dass ich was Ordentliches bekomme in der passenden Größe. Ich hoffe, die haben wieder Lieferungen bekommen. Ja, das ist immer so ein Ding, was der Kunde halt nicht sieht, dass ich teilweise mehrmals zum Pflanzenhändler fahren muss, weil ich halt auch hier keine vernünftige Baumschule finde, die mit einem zusammenarbeiten will. Ich weiß nicht, im Moment ist halt der Wurm drin. Nach Zählzeiten, die wollen alle nur ihre Privatkunden haben und bla bla bla. Mir geht es ja auch nicht um den Rabatt, mir geht es halt für den Kunden um ordentliche Ware und da muss ich auch nicht so viel dran verdienen. Klar, die Arbeit, das Hinfahren, hin und her fahren, das Besorgen muss bezahlt werden, aber ich will halt vernünftige Ware haben, ja. Und wenn die alle keine Lust haben, ja, ich habe jetzt letztes Mal wieder bei einer Baumschule hier in meiner Kante angerufen und ja, nee, wir machen die Sachen noch nicht aus. Und, ne, so zum Gegenteil, wenn ich dann als Privatkunde anrufe, ja, kein Problem, dies, das, jenes. Weißt du, also, ist immer, wenn ich will, der hat schon, kann ich leider nichts dran machen. Dann verdienen halt andere ihr Geld, ne? Und das ist halt immer das Problem, was ich jedenfalls bei mir in der Kante habe, ne? Es gibt auch Ecken in Deutschland, wo es viel besser ist, wo zufriedener ist und so. Hier die Ecke, wo ich bin, ich weiß nicht, dass die Leute werden immer muffliger, immer schlechter gelaunter. Wenn irgendwas ist, fangen sie direkt mit dem Auto an zu hupen. Ja, schwierig. Naja, okay. Können wir nichts dran machen, müssen wir halt so nehmen, wie es halt ist. Ich würde sagen, ich fahre zu meinem Pflanzenhändler und dann schauen wir mal, was ich Schönes bekomme. So, beim Pflanzenhändler angekommen hier. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich gucke jetzt mal, ob hier irgendwo noch was anderes steht. Große Auswahl. Ja, mal sehen, ne? Ich hätte schon etwas größere Kugeln. Oh, hier, weil die haben sehr langen Hals. So lang brauche ich die gar nicht. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Einem schönen Rosa. Ja. Da hinten ist Rosa. Vielleicht noch so ein Gelb oder so. Ja, ich schaue mich mal um. Sieht vielleicht ganz gut aus, dass ich hier jetzt wieder was Schönes bekomme. So, hier kommen die Rosen rein. Die kommen dahin und dahin. Bisschen Erde dabei und dann pflanze ich die jetzt ein. So, die beiden sind eingepflanzt. Ich nehme immer ganz normale Blumenerde und tue dann lieber ordentlichen Rosendünger dran. Ich habe da so meine Erfahrungen mit und für mich ist das halt am besten, wenn ich da einfach mit Dünger, ich kann immer die gleiche Erde holen. Spart mir Kosten, ich kriege Mengenrabatt und nehme dann lieber einen ordentlichen Dünger, der auch dann speziell auf die Pflanze abgestimmt ist. Zum Beispiel jetzt Rosendünger, bisschen Kalk noch dabei und dann passt das wunderbar. Und genauso wie auch Rhododendron, da hole ich aber dann wirklich meistens Rhododendron-Erde. Die ist halt schon sauer eingestellt, plus noch einen vernünftigen Dünger. Dann sieht das auch gut aus. Ja, und für alles andere halt die normale Erde. So, bin natürlich mal wieder der Spitzenreiter. Hat mir die zwei Hochstämmchen aufgeschrieben und ja, sie wollte eigentlich noch eine Buschrose haben. Habe ich auch, meine ich, in Erinnerung. Naja, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, was du nicht aufschreibst, ne? Musst du halt einen Tank haben.
Naja, ist mein Fehler, ist halt so wie das. Und dann fahre ich jetzt wahrscheinlich noch eine Buschrose organisieren beim gleichen Händler. Da brauche ich dich ja nicht mitzunehmen. Ist das gleiche in grün. Ja, Mist. Naja, keine Ahnung, warum ich das nicht aufgeschrieben habe. Ist halt wie das und dann fahre ich nochmal. So, ich war beim Pflanzenhändler und noch bei woanders, bei einem Baumarkt, aber nichts zu bekommen, so eine bodendeckende Rose. Mir hat einer die ganze CC-Karre vor der Nase weggeschnappt. Naja, Pech gehabt, dann ist das so. Dann hatte ich einen Kunden angerufen, habe einen Termin vorgeschoben. So, und verarschen lasse ich mich nicht. Da muss ich gucken, ob ich demjenigen jetzt eine Rechnung schreibe und zur Not einen Anwalt dran setze. Warum? Ich bin zum Termin gefahren. Das sind von mir aus 20 Kilometer. Also 20 Kilometer hin, 20 Kilometer zurück. Ist ja eigentlich kein Problem. Und ich hatte den Kunden vorher angerufen und gesagt, so, ich hätte Zeit, ich habe ein kleines Loch, ich kann kurz vorbeikommen. Habe auch den Kunden erreicht, ja, kein Problem. Konnte ich dann fahren, dann stand ich vor der Haustür, keiner hat aufgemacht. Ich habe extra Bescheid gesagt, so, 20 Minuten, halbe Stunde bin ich da. Dann geklingelt, keiner aufgemacht. Naja, okay, habe ich angerufen, kann ja passieren, vielleicht ist er im Garten oder weiß was ich. Das war auch noch mitten in der Innenstadt. Naja, ist halt wie es ist. Dann angerufen, derjenige ging auch ans Telefon, sag ich, ja, ich wäre jetzt vor der Haustüre und ich wäre halt jetzt da, wir können das kurz mit dem Garten besprechen. Ja, kam er an und meinte, er kennt mich gar nicht. Sag ich, ach so, ah, okay. So, ich weiß nicht, was manche Leute für ein Problem haben. Dann sagt man halt, man hat keine Zeit oder sonst irgendwas, aber so ein Verarschen lasse ich mich nicht. Ja, wer weiß, bei wie viel Leuten oder Firmen die das noch machen, ja. Und da muss man halt mal dann jetzt dagegen vorgehen und zur Not halt eine Rechnung schreiben und das Ganze sonst mit dem Anwalt einklagen, ja. Weil das ist richtig Mist. Macht das auf keinen Fall, so eine Scheiße. Man kann immer kurzfristig anrufen, sagen, ich habe doch keine Zeit, bla bla, aber nicht irgendwelche Leute verarschen. Weil wie komme ich denn sonst an seine Telefonnummer, wenn man keinen Termin hat, ne? Schwierig zu erklären, ja. Ich kann es ja auch nachweisen durch die Telefonate, die wir hatten. Ja, und das muss nicht sein, das ist meine Zeit. Das sind jetzt locker eine Stunde, fast anderthalb Stunden hin. Ja, wenn man natürlich da auch noch ein bisschen vor Ort bleibt, guckt, klopft, klingelt, weiß was ich, sich dann noch alles fotografiert, habe ich jetzt gemacht, ja, mit Uhrzeit, alles drum und dran, und das muss echt nicht sein, ja, also so eine Scheiße, tut mir leid, aber für den Ausdruck, aber das funktioniert nicht, ja, man kann nicht Firmen verarschen, wenn man kurzfristig doch keine Zeit hat, ja, okay, dann ist es so, ist scheiße, aber kann man mit leben, ja, aber dahin fahren, da dich sich durch den Stadtverkehr wühlen, ja, und dann zu sagen, ja, ich kenne sie gar nicht, nee, tut mir leid. Da werden wir mal wohl einen Anwalt dran lassen, weil das sind jetzt locker für mich, ja, anderthalb Stunden, die weg sind. Mein Geld, Geld fällt auch nicht vom Himmel, ich melde mich mal gleich wieder. Bin jetzt hier im Lager und werde jetzt Benzin nehmen, den Rasenmäher. Und werde in Ruhe Rasen mähen, mich ein bisschen abreagieren und ein bisschen Musik auf die Ohren machen. Das tut dann auch wieder gut. Ja, Leute, verarscht keine Handwerker. Das ist scheiße. Ihr macht das ja garantiert auch nicht. Ja, lieber ehrlich sein, absagen. Ich kann mir vorstellen, woher das kommt. Naja, wir schauen einfach mal, was das Ergebnis ist. So Leute müssen halt leider einen Denkzettel bekommen. Das Problem ist natürlich, da waren zwar ein Namensschild, aber halt nicht der entsprechende Name, teilweise auch eine Klingel ohne Name. So, jetzt kann ich halt nicht nachvollziehen, ob das derjenige selber war, ob mich da einer verarscht hat, mich da hingeschickt hat. Das macht man nicht. Ich habe die Handynummer, es ist nachweislich, dass ich mit ihm mehrmals telefoniert habe. Und dann werde ich mal eine Rechnung schreiben auf die Adresse. Hin und her Fahrerei plus die Anfahrt, so, das ist anderthalb Stunden hin und her, die Zeit hätte ich auch arbeiten können, plus Sprit,
Verschleiß, Buxtehude, ne? Und dann geht halt da der Anwalt dran, dann ist es halt so, so Leute brauchen wirklich mal einen Denkzettel. Das geht nicht. Ja, lieber ehrlich sein oder gar keinen erst verarschen ist am besten, weil irgendwann gerät man immer an den Verkehrten. So, und bei mir ist das so, körperlich werde ich da überhaupt nichts machen, ich werde da auch nicht mehr hinfahren, aber der Anwalt lässt dann mal grüßen, ne? Mal zur Vorsicht. Und das ist blöd, ja, das macht man nicht. Ich kann mir vielleicht vorstellen, woher das kommt. Das werden wir aber klären. Ja, weil, naja, wir werden sehen. Gucken wir einfach mal. Ich werde jetzt in Ruhe Rasen mähen. Ich zeige dir gleich, wo ich Rasen mähe. Ist ein, ja, schon ein etwas größeres Stück, aber noch geht das. Und das sind Bekannte von mir. Und dann ab dafür. So, das ist das kleine Stück hier. Hinter mir stehen Autos, deswegen kann ich dir nicht so viel zeigen. Ja, der Maulwurf hat alles sehr schön durch den Winter gebracht, nämlich komplette Hügel hier. Naja, er hat ganze Arbeit geleistet. Ja, so 20, 30 Stück. Dann fange ich mal an. So, jetzt bin ich hier auf dem Friedhof, fahre gerade eine kleine Runde nach den Gräbern gucken. Hier ein paar bekannte Gräber mal besuchen. So ist das leider, ne? Ich habe da jetzt Rasen gemäht. Ich zeige dir nachher nochmal, wie, was, wohin. Ich musste da ein Stück freilassen. Wie du gesehen hast, ist da das große Problem, dass der Maulwurf da sehr zugeschlagen hat, ne? Also irgendwie so 20, 30 Hügel. Ich habe sie nicht gezählt. Ja, und da will ich jetzt nicht lang fahren, wenn da Autos stehen. Da stehen jetzt, weiß ich, um die 10 Autos von den Mitarbeitern bei der Firma. Und ja, da werde ich dann gleich drüber fahren. Die machen gleich Schluss. Wir haben das schon sehr spät. Und dann ist es halt so, ne? Und dann werde ich da, ja, mal drüber fahren. Ich werde die mal ein bisschen platt treten. Ich erwische da garantiert ein paar Steinchen, aber ich muss eh noch das Ganze, ja, den Rasenmäher mal auseinandernehmen, scharf machen, damit der auch wieder gut schneidet für die Saison, ne? Ansonsten brauche ich den ja nicht so viel, aber für das große Grundstück ist es schon hilfreich. Ja, ich drehe jetzt mal eine kleine Runde hier über den Friedhof, guck mal nach dem Rechten. Und dann fahre ich gleich wieder zurück und schneide den Rest. Manchmal verstehe ich die Leute nicht mehr. Ich habe vor einem Jahr habe ich hier ein Grab aufgearbeitet. Mal gucken, dass ich das zeige, ohne irgendeinen Namen zu zeigen. Bodendecker alles gemacht, gegossen und so. Und Erde reingefahren und alles, ja. Und jetzt sieht es so aus. Wahnsinn. Da wurde gar nichts mehr dran gemacht. Upsala. Da wurde gar nichts mehr dran gemacht. Verstehe ich nicht. Die Leute lassen sich für teures Geld wieder herrichten und gehen dann nicht hin und gießen, weil die Dame kenne ich und die existiert noch. Die ist nicht verstorben. Also dann weiß ich manchmal nicht. Schade, von einem Bekannten das Grab. Der ist leider verstorben, da kümmert sich auch keiner drum. Ist man schon ja in der Kante und ja, ist Gartenlandschaftsbau und ist, sagt einer kein nicht Bescheid. Puh. Was ist sie denn? Da ist die Mutter, liegt nämlich da drinnen, die ist verstorben. 2008. Tja. Ja, so geht's, ne? So ist die Zeit, wenn man dann sich nicht drum gekümmert hat. Weil hier bei uns gibt es ja auch eine Grabdauerpflege, die man beantragen kann. Und dann auch, wenn man selber verstirbt, ist dann wird das Grab trotzdem weiter gepflegt, muss man natürlich in so einen Fonds einzahlen. So, ich war gerade abgelenkt und habe telefoniert, aber hier habe ich jetzt fertig gemäht. Ja, das war ganz gute Party hier mit den Maulwurfshügeln. Hier sind überall Hügel drunter. Ein paar Mal der Rasenmäher ausgegangen, ja, so ist es halt, ne? Naja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.